Ja, willkommen, hier ist eure Diva Grace Lewis. Und wie ihr seht, habe ich heute ein bisschen was vor mit euch. Genau. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie man dieses eine Auge hier, da, ist überhaupt nicht geschminkt. Und das Auge habe ich mal ein bisschen für euch vorbereitet. Das ist schwarz, schwarz geschminkt mit vorne etwas Silber. Finde ich ganz cool, hat ein bisschen coolen Effekt. Und dazu natürlich knallrote Lippen. So ein bisschen nochmal niedrig. Hat was, ne? Ich finde es ganz cool. Nein, und über die Lippen geht es heute eigentlich gar nicht so wirklich. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr Lust habt. Mir geht es hauptsächlich heute um das Auge, um das Auge zu betonen. Und das werde ich euch heute zeigen. Und ja, würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. So, Und als allererstes, damit ich diesen Effekt hinbekomme, überhaupt ist es wichtig, dass ich erstmal mit dem einen anfange. Ja. Genau, mit denen fange ich jetzt an. Von Essence, eine ganz günstige Marke. Reicht vollkommen. Ich fand, die Leute, ihr müsst nicht unbedingt Make-up kaufen, was von Gucci, von Dior, Pra, was es alles gibt, das braucht ihr nicht. Ihr könnt auch zu Rossmann gehen oder zu DM. Kauft euch günstige Sachen, das reicht vollkommen. Und das finde ich halt so schade, dass auch in YouTube, in den YouTube-Videos viel über so teures Make-up und so berichtet wird. Weil eigentlich Schwachsinn ist, weil ich finde, man kann auch ohne teures Make-up einen super Effekt machen. Und ja, das reicht vollkommen. Damit ziehe ich jetzt erstmal eine Linie und zwar, wenn ich das Auge nehme, also total blöd gemacht, ziehe ich von hier runter eine breite Linie. Die kann ruhig schön breit sein, weil wir wollen natürlich einen krassen Effekt haben. Und wie gesagt, das soll auch nicht langweilig aussehen. Ne? Und ja, das fangen wir einfach mal an, das zu machen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier irgendwie hin. Genau, ich fange meistens hier so schön an. Wie gesagt, ich mache nicht in der Innenlinie vom Auge, weil dadurch, dass ich Kontaktlinsenträger bin, ist das nämlich nicht so vorteilhaft. So, jetzt habe ich erstmal hier eine starke breite Linie. Wie ihr seht, so damit natürlich jetzt auch oben den Effekt habt, ziehe ich oben von auch noch mal eine Linie. Aber die kann ruhig auch ein bisschen, kann auch ein bisschen verwischt aussehen. Ich finde das nämlich auch immer so schwach, wenn Leute immer so erzählen über, oh, das muss mal so gerade sein. So, ich meine, es fällt doch eh nicht auf, wenn man die Schatten drauf macht. Und vielleicht jeder hat doch irgendwo seinen eigenen Tipp. Ne? Also jeder versucht natürlich zu sagen, so muss man es machen, so muss man es machen und das ist doch richtig. Dann sagt der andere, aber es ist wieder falsch, das ist totaler Schwachsinn. Macht so, wie ihr am besten klarkommt. Und ihr müsst euch gefallen, das ist ganz wichtig. Und mir gefällt das auch. Also ich finde, das sieht cool aus. Man sieht, die Augen sind schon allein jetzt, nur weil ich jetzt nur hier den Stift nehme oder den. Sieht man schon den Effekt einfach und ja, deshalb genau. Also wenn ihr jetzt die Linie gezogen habt, ne, gucken noch mal gerade machen, alles so ein bisschen. Diese hat mir schon ins Auge gestochen. So, das soll natürlich alles ein bisschen ordentlich aussehen, ne? Das natürlich auch nicht vergessen. So, wie ich das jetzt gemacht habe, fange ich mit dem Lidschatten an. Dazu habe ich mir auch wieder was Günstiges gekauft. Okay, jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Und zwar habe ich mir dort hier ein Smoky Eyes Pad gekauft. Ja, auch ganz günstig. Und zwar ist das nämlich auch von. Nicht, das ist von Skyline. Auch eine ganz billige Marke. Ist auch nicht teuer. Kann sich eigentlich jeder leisten. Gibt es ja diese Schwarz, Grau und so Silber. Da. Und ja. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an. Und natürlich fange ich an mit Schwarz. Ne? Dazu nehme ich so einen Lidschattenpinsel. Gibt es in allen Varianten. Gibt es auch größer, gibt es noch kleinerer. Ich finde ihn ganz toll. Wie gesagt, war auch nicht teuer. War ein bisschen mit so kleinen Strasssteinchen drauf. Süß, ne? Und ja. Genau, da fange ich jetzt einfach mal an. Genau, und dann ziehe ich mein Auge immer so ein bisschen, sieht immer ein bisschen blöd aus, als würde man gerade haufenweise Sekt getrunken haben. Und fange einfach an von innen. Und mach noch nicht zu groß, weil wir wollen ja nicht aussehen wie Travestiekünstler.
Die ziehen das natürlich ja bis fast über die Augenbraue. Aber das wäre zum Beispiel ja schon mal so ein Make-up, finde ich. Also das kann man ruhig tragen. Wenn man zum Beispiel in eine Diskothek auch geht. Also ich finde das Make-up eigentlich ist ganz schön, wenn man dazu ein schönes Kleid trägt oder irgendwas anderes Schönes. Ich finde das ganz cool. So, jetzt habe ich das gemacht. Wie gesagt, jetzt hat man hier natürlich schon intensiv schwarz. Ne? Und hier natürlich schon das fertige Produkt. So, ganz einfach eigentlich. Also ganz, das geht eigentlich ziemlich schnell, wenn man es drauf hat. Also jetzt auch nichts Schweres dabei. Wie gesagt, wenn ich noch so, ich guck mir natürlich auch YouTube-Videos an. Und auch von anderen Leuten, die auch so Make-up haben. Und da finde ich es natürlich ideal. Ne? Ja, wie soll ich, ja, wie manche schminken, ist natürlich genial. Wie gesagt, das kann ich natürlich, ich bin jetzt kein Visagist. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie gesagt, ich mache es einfach so, wie es mir gefällt. Und so sollt ihr es natürlich auch machen. Also probiert euch aus, schaut euch ruhig mal vom Spiel und probiert einfach mal aus und macht und tut. Und ich meine, das sieht doch nicht scheiße aus. Ja, ich meine, Augen sind betont, sieht geil aus. Und ja, also mir gefällt. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Und zwar nehmen wir jetzt hier von der Palette das Glitzer, es ist so Glitzer-Silber, auch wieder super zur Silvesterzeit übrigens. Also wir haben zum Beispiel auch ein Silvester-Make-up. Da nehme ich jetzt auch ein bisschen von. Nicht so viel, wollen wir nicht übertreiben. Und mache natürlich jetzt hier vorne ein bisschen Silber rauf, damit ich dann diesen Effekt bekomme. Ne? So, dann machen wir das einfach mal. Und schon habt ihr den Effekt. Ist einfach, geht schnell. So, und bei mir ist zum Beispiel das Problem, das habe ich voll oft, dass mir dann zum Beispiel hier mal so ein bisschen daneben geht. Ist aber nicht weiter schlimm. Dafür gibt es ja unsere wunderschönen, na, die kennen wir alle. Und schmiert das einfach so ein bisschen, tupfe ich das so ein bisschen weg. So, und schon sieht es keiner mehr. Und wenn natürlich jetzt so ein bisschen Make-up weg ist, dann nicht schlimm. Dann haue ich mal ein bisschen Concealer drauf, ein bisschen Make-up noch, tupfe das so ein bisschen und schon sieht das wieder ganz gut aus. So. Und an sich, ja, an sich bin ich fertig. Ja, das war's. Das ist so meins, was ich manchmal auch sehr oft mache. Ne, einfach ganz, es geht einfach, es geht schnell. Schwarz schminken die Augen, das typische Standard, so was man hat. Vorne ein bisschen Silber, damit man so ein bisschen so einen Wow-Effekt hat. Und natürlich wichtig ist natürlich auch, dass eure Wangen wieder schön sind. Ne? Damit ihr auch ein bisschen schmaler wirkt vom Gesicht her. Ich glaube, ich wirke eher ein bisschen dick, aber ich bin auch dick, Leute. Ja. Und die Lippen schön rot. Und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, so können wir rausgehen. Und was auch immer wichtig ist, das mache ich zum Beispiel, das vergesse ich jedes Mal, Leute, ist man die Augenbrauen auch ein bisschen nachzumachen. Und da habe ich mal so einen Trick gelernt von einer Kosmetikerin. Die hat mir gesagt, noch einfach Wimperntusche. Noch einfach Wimperntusche. Nimmst ein bisschen was. Das ist übrigens der, den ich euch gestern gezeigt habe von Kiko. Der Luxusliner in Gold. Der ist schon ein bisschen etwas teurer ist. Okay, da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch mal was Teures gekauft. Und dann einfach so ein bisschen nachziehen. Ja, ist ja, damit einfach ein bisschen Farbe entsteht und die irgendwie wieder so ein bisschen in die Form kommen. Und dann hat sie das bei mir mal gemacht und ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz cool. Und ja, schon ist der Effekt. Ich habe eh beschissene Augenbrauen, bei mir sind nämlich beide Augenbrauen falsch gewachsen, aber die wachsen halt irgendwie falsch. Und deshalb sieht es eh scheiße aus bei mir. Und ja, wie gesagt, dann bin ich soweit fertig. Und ja, wie ihr seht, Augen sind soweit gleich. Genau, also man kann es auch jetzt noch ein bisschen höher setzen. Das ist natürlich Geschmackssache, wie ihr das wollt. Ne, ich mache das nicht, weil wenn ich das jetzt noch höher setze bis zu den Augenbrauen, dann sieht das bei mir aus, als hätte ich links und rechts einen reingekriegt. Und deshalb lasse ich das so. Also mir, ich finde es ganz schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, ich würde mich freuen über Abonnente. Und natürlich kommt schon bald das neue Video von mir. Habt ihr vielleicht Anregungen, was ich mal machen soll, wo ihr vielleicht auch Probleme habt, wo ihr denkt, so,
Ja, da habe ich auch so ein bisschen Probleme. Das diskutiert doch einfach hier unten unter meinem Video. Oder schreibt mich doch auch bei meiner Facebook-Seite an. Bin ich ja für alles offen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann ja, spätestens beim nächsten Video. Und ja, ich muss natürlich auch ein bisschen was überlegen, weil ich natürlich auch was für die Männer machen möchte. Und ich habe dir da ein paar Tipps. Was kann ich denn für die Männer machen? Für den Alltag oder auch so, wenn sie mal ausgehen, damit sie auch so ein bisschen schicki aussehen. Wie gesagt, dann einfach Bescheid sagen, einfach unten schreiben. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Diva, Grace Louis. Tschüss, ihr Lieben.